5% Rendite ohne großes Risiko. Das war einmal wie ein Märchen aus noch nicht so alten Tagen. Heute sind die Anleihezinsen gedrückt, Aktien bieten mehr, aber sie schwanken eben auch mehr. Was also ist die Alternative für schwankungsarme Renditen und wie kann man dann für 2015 agieren? Herzlich willkommen zum Börsenplatz, dem Finanztalk. Meine Damen und Herren, Multi-Asset heißt das Zauberwort. Und wie sieht dann die beste Mischung aus? Wie flexibel muss man agieren? Darüber spreche ich heute mit Michael Feiten von der NordLB Luxemburg. Er ist dort Fondsmanager des NordLB Horizont. Herr Feiten, also wer nachhaltig investieren will, braucht natürlich gewisse Stabilität. Und da hört man immer oft das Wort Total Return Strategie. Solche Produkte haben Sie auch in Ihrem Fonds. Was versteht man darunter? Wir verstehen unter Total Return Produkten Produkte, die uns eine gewisse Seitwärtsrendite generieren, ohne allzu sehr zu schwanken. Das haben wir sowohl im Bereich Renten als auch im Bereich Aktien. Im Bereich Aktien ist das beispielsweise Discount-Zertifikate-Strategien, Optionsstrategien, die sehr weit aus dem Geld liegen und damit eben relativ große Puffer haben, sodass wir damit eine gute Rendite generieren können, ohne aber zu sehr ins Risiko zu gehen. So, daraus haben wir natürlich genommen, Sie haben alles in Ihrem Fonds, was sozusagen geht. Und wir schauen uns mal an, wie hier die Aufteilung ist mit Geldmarkt und Kasse und Total Return Aktienstrategien. Also welche Überlegungen stehen da im Einzelnen dahinter? Also unsere Grundphilosophie im Fonds lautet, dass wir uns auf so viele Beine wie möglich stellen. Dadurch sind wir eben geschützt, wenn eine Anlageklasse mal nicht so gut läuft. Und deswegen bieten wir einen wirklichen Multi-Asset-Fonds. Zum Beispiel haben wir Mikrofinanzfonds, wir haben inflationsgeschützte Anleihen, aber wir haben eben auch versicherungsgebundene Anleihen, also Cat-Bonds. Das ist eben auch nicht so unbedingt normal. Gleichzeitig sind wir im Bereich Aktien unterwegs, da wiederum im Bereich Value-Aktien, ganz klassische Value-Aktien. Und auf der anderen Seite eben Total-Return-Aktienstrategien, das sind die eben schon dargelegten. Dasselbe nochmal im Rentensegment. Klar, aber wenn die Aktienmärkte ganz heiß laufen, dann sind sie natürlich nicht in dem Maße dabei. Aber wenn sie eher schwanken, kriegen sie immer noch eine ordentliche Rendite. Wir schauen uns mal an, jetzt haben wir die Allokationshistorie. Auf welche Schwankungen muss man da sozusagen gefasst sein? Wir haben ja die Entwicklung seit Ende 2012. Ein schönes Beispiel ist das Segment Rohstoff und Edelmetalle. Das haben wir im letzten Jahr ganz gut gesehen. Der Goldpreis hat 30% an Wert verloren. Uns hat das gar nicht berührt, weil wir Gold komplett abgesichert hatten. Ja. Und das ist eh unsere Grundphilosophie. Das bedeutet, je stärker eine Anlageklasse steigt und je höher das Rückschlagpotenzial wird, desto mehr sichern wir die ab. Ja. Sie hatten ja auch nur 3% Gold gehabt. Das war ja jetzt auch nicht so dramatisch. Ne? Genau, temporär waren links höher gewichtet, haben es aber dann komplett abgesichert, sodass wir tatsächlich letztes Jahr mit Gold nichts verloren haben. Und dasselbe geht eben für die anderen Segmente. Ja, also so, das, so im Idealfall werden so Schwankungen von 30% wieder durch die stabile Entwicklung von anderen dann ausgeglichen. Wie flexibel müssen Sie denn eigentlich da agieren? Bleiben Sie bei Ihren Quoten? Die haben wir schon erwähnt, Gold haben Sie abgesichert oder nehmen es unter Umständen sogar ganz raus. Oder wie agieren Sie? Und vor allen Dingen, wie agieren Sie natürlich dann auch in schwierigen Phasen? Prinzipiell kaufen wir nur Anlageklassen ein, die wir absichern können. Das ist eine Grundphilosophie des Fonds. Und das haben wir eben sukzessive immer stärker ausgebaut, sodass wir eigentlich auf keine Anlageklasse mehr auf dem falschen Fuß erwischt werden können. Sondern alle Anlageklassen, die wir sehen, können wir absichern und haben wir auch schon in der Vergangenheit abgesichert über derivative Produkte oder eben über die klassischen Futures-Konstruktionen. Ja. Aber gut, Sie müssen natürlich erkennen, dass Sie absichern müssen. Und manchmal sind die Bewegungen so heftig. Also wenn Sie jetzt mal uns erzählen, wie Sie das Jahr 2014 verbracht haben. Denn wir haben ja ein paar ausgeprägte Korrekturphasen gehabt. Haben Sie sich da abgesichert? Es hat sich ja alles sehr schnell wieder erholt. Man könnte auch sagen, wir haben uns gar nicht absichern brauchen, denn der Markt ist doch wieder im Lot danach. Oder haben Sie dann doch agiert? Wir fahren einen konservativen Ansatz. Das heißt, wir können uns eigentlich nicht leisten, dass eine Anlageklasse, welche auch immer, uns große Verluste im Portfolio beschert. Und so haben wir zum Beispiel im Bereich Aktien, als die Korrektur dann angefangen hat, sukzessive die Absicherung weiter erhöht. Oder nehmen wir den Bereich Gold. Wir waren von Anfang an für dieses Jahr nicht so bullig für Gold, sondern wir haben gesagt, Gold ist vielleicht ein Basisinvestment, mehr aber auch nicht. Was haben wir also gemacht? Wir haben es
sukzessive verauktioniert. Wir haben, wenn ich mich recht erinnere, 9-mal dieses Jahr das Gold verauktioniert, sodass wir von den Schwankungen eigentlich gar nicht so stark betroffen waren, sondern im Gegenteil sogar noch Prämien dadurch vereinnahmen konnten. Und das ist eigentlich das, wie wir es immer versuchen anzuhaben. Jetzt gerade aktuell haben wir Aktien wieder abgesichert, eine erste Tranche. Die zweite wird nächste Woche folgen, weil die Aktien uns schon wieder etwas zu euphorisch erscheinen. Jetzt sind wir schon gleich beim Jahr 2015, wie es da weitergeht, aber dazu kommen wir dann nochmal. Also da muss man durchaus mal mit heftigen Korrekturen rechnen. Lassen Sie uns nochmal weiter schauen. Wir haben eine weitere Grafik, die nennt sich jetzt Allokationshistorie Realwert. Also Sie wollen ja eigentlich immer einen realen Wert erhalten. Ich habe noch mal geguckt, wie so die Historie bei Ihnen ist. 2011, das war ja auch zum Teil mit diesem kleinen August-Crash schwierig, hatten Sie ein Minus von 4,9%. 2012 dann 3,6% plus. 2013 0,1% plus, was natürlich angesichts dieser Aktienosse als sehr mager erscheint. Und in diesem Jahr sind Sie mit 5,5% wieder sehr gut unterwegs. Also wie ist das mit dem Realwert? Erhalt, gut, die Inflation ist ja natürlich nicht besonders hoch im Augenblick. Ja klar, also greifen wir direkt 2011 auf, da war es halt so, der Fonds soll sehr konservativ agieren. Und damals war die weit verbreitete Meinung, auch bei uns, Staatsanleihen sind sichere Investments. Und Inflationsanleihen, die hatten wir mit 45% gewichtet, als defensive Investments, waren eben in dem Jahr primär europäische Inflationsanleihen. Und wie wir uns erinnern, wenn an einem Tag, nachdem Monti zurückgetreten ist, eine italienische Staatsanleihe um 10% fällt, dann war das nicht unbedingt das Jahr der Staatsanleihen, würde ich mal so sagen. Und das hat uns getroffen. Eigentlich ein per se risikoaverser Ansatz, der uns aber in dem Fall gekostet hat, weil wir eine Anlageklasse, die wir für sicher gehalten haben, übergewichtet haben. Das ist auch die Lehre aus dem Jahr gewesen, aus dem Jahr 2011. Keine Anlageklasse mehr übergewichten. Und wenn wir sie etwas prominenter gewichten, niemals mehr 45%, dann nur, wenn wir sie konsequent 100% absichern können. 2013 können wir auch aufgreifen. Ja, es war ein gutes Aktienjahr, aber eigentlich war es kein gutes Jahr für Value-Aktien. Es war schon gar kein gutes Jahr für die klassischen sachwertorientierten Fonds. Also Gold hat 30% an Wert verloren, Rohstoffe haben 5% an Wert verloren, Inflationsanleihen haben 5% an Wert verloren. Und Value-Aktien haben tatsächlich sogar viele von ihrem Hoch verloren in dem Jahr. Und tatsächlich ist das Resultat daraus, dass wir im Vergleich weder gut noch schlecht ausgesehen haben im Jahr 2013, sondern einfach eine schwarze Null produziert haben. Und ja, und in diesem Jahr sind Sie natürlich ganz gut dabei. Sie versprechen auch einen Inflationsschutz. So, jetzt würde ich sagen, wo haben wir Inflation? Braucht man das eigentlich? Das ist eine sehr berechtigte Frage. Und ich glaube, am besten ist es, sich doch immer dann zu schützen, wenn das Problem noch nicht da ist. Ja, wir sind damals angetreten nach dem Lehman-Kollaps und haben gesagt, diese ganze Geldmenge, die wird wahrscheinlich zur Inflation führen. Und deswegen haben wir unseren Investoren gesagt, wir konzipieren ein Produkt, das euch für Inflation schützt. Jetzt ist die Inflation tatsächlich, die viele erwartet haben, in der Form nicht eingetreten. Nur was wir jetzt gesehen haben auch ist, die Inflationserwartungen, die sind im Moment im Keller. Die fünfjährigen Inflationserwartungen für Europa sind tiefer als zu Lehman-Zeiten. Anders ausgedrückt, wenn man Inflationsschutz günstig einkaufen kann, dann eigentlich jetzt. Ja, man kriegt also jetzt praktisch den Inflationsschutz sozusagen kostenlos obendrauf. Und wenn es tatsächlich Inflation gibt eines Tages, dann profitieren Sie, auch wenn es halt noch ein paar Jahre dauert. So, jetzt sind wir beim Jahr 2015. So, Sie haben schon gesagt, Sie beginnen sich wieder abzusichern. Also das heißt, wo sichern Sie sich ab, wenn Sie in dieses Jahr 2015 hineingehen? Und wie sind dann auch so die Erwartungen für 2015? Wo sind die Anlageklassen, wo Sie dann vielleicht wieder ein bisschen stärker Gewicht drauflegen? Für 2015 werden wir das, was wir schon 2014 angefangen haben, nämlich so ein bisschen so eine Hamstertaktik, in viele kleine Substrategien zu investieren, die uns vielleicht nicht den großen Wurf bescheren, aber eben 0,3%, wie das veroptioniert vom Gold, 0,4%, wie die Total Return Aktienstrategien. Das wird 2015 noch ausgedehnter sein. Das heißt, wir sehen keine großen Wetten für 2015 am Markt, sehen aber gewisse Entwicklungen. Beispiel USA Aktienbewertungen. Ja, USA brummt. Das hat sich sehr gut entwickelt, der Markt. Nur die Bewertungen sind einfach so, dass wir sagen, jetzt fängt es langsam an, dass wir uns da absichern müssen. Das Schiller-KGV jenseits der 20 heißt für die Zukunft projiziert, die zu erwartende Rendite ist niemals mehr sehr hoch. Und deswegen haben wir da jetzt angefangen, zum Beispiel das abzusichern. Wo sehen wir also Chancen? In jeder Korrektur sehen wir Chancen, weil wir dann schön Optionsprämien generieren können. Wir sehen tatsächlich auch im Bereich inflationsgeschützte Anleihen und Rohstoffe Möglichkeiten für nächstes Jahr. Wir sehen im Bereich
value-orientierte Aktien auch noch Selektivchancen, aber da kann man eben nicht mehr mit der Gießkanne auf globale Aktienmärkte setzen, sondern man muss sich Märkte rauspicken. Das macht die Arbeit ein bisschen schwerer. Aber zum Beispiel Japan bietet eine interessante Story für einen Realwertfonds. Auch Europa ist immer noch ein schönes Thema, immer noch absolut im QE-Modus. Auch da sehen wir große Chancen, dass wir Rendite generieren können. Aber warum nicht auch wieder Gold nutzen? Gold hat sich stabilisiert, die 1180 ist nicht nachhaltig durchbrochen. Warum nicht das wieder nutzen und konsequent veroptionieren und damit versuchen, stetige Erträge zu generieren? Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen, meine Damen und Herren. Also sozusagen kleine Schritte und immer wieder absichern, in den Markt hineingehen. Dann kann man Renditen erzielen mit relativ hoher Stabilität. Das ist die Botschaft. Wie immer können Sie diese Sendung auch im Internet verfolgen unter df.fm. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.